Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von Port Royal 4 hier auf dem Kanal von Blankenburg. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen in dieser ganz neuen Staffel und möchte euch an dieser Stelle auch sagen, dass diese Folge wie in letzter Zeit etwas häufiger live aufgezeichnet wird. Das heißt, es kann unter Umständen sein, dass ich ja, im Laufe der Aufnahme auf Zuschauerkommentare reagiere. Die Zuschauer haben die Möglichkeit und ihr natürlich auch, wenn ihr bei den Livestream-Events teilnehmt, mir Ratschläge über den Chat zu geben. So, und es geht los. Wir gucken erstmal, welche Aufgaben wir momentan haben. Da und sind Schiffe unterwegs, die... Ja, das ist ein alter Hut, das kennen wir ja schon. Das war doch hier, oder? Ja. Maracaibo, 500 Kolonialwaren. In Puerto Cabezas über 4 Betriebe von Kaffee. Und über 4 Betriebe von Kakao. Das heißt, ich hätte gesagt, wir nehmen erstmal unseren Konvoi. Kann ich den hier rüber auswählen? Ja. Validodat sitzt der momentan. Der Mowgli. Und ja, dann lasst uns doch mal hier nach Puerto Cabezas segeln. Und wir müssten theoretisch... Ja, da sind wir schon unterwegs. Sehr gut. Das gefällt mir gut. Mal nicht wundern, ich musste hier kurz das Fenster etwas vergrößern. Ich muss es leider nochmal tun, weil ich sonst nicht richtig sehe. So, jetzt sind wir wieder da. Perfekt. Einwandfrei. Ja, unser Schiff bewegt sich hier langsam, aber sicher auf das Ziel zu. Und ja, wir gucken mal, was passiert. Wir sind angelandet und ja, wir gucken mal. Ich hätte gesagt, wir handeln zunächst einmal und dann müssen wir, glaube ich, die Baulizenz beschaffen. So, hier könnten wir eventuell verkaufen. Aha, aha. Sogar sehr gewinnbringend. Hier können wir mit Sicherheit verkaufen. Ich gehe mal hier bis 110 ungefähr, ja. Ziegel bringt uns hier nichts. Hier Kohle. Ja, da geht auch so ein bisschen was. 82. Baumwolle. Na, da machen wir heute keinen Stich. Hier unten. Da, ja, so, 31. Hier die edlen Möbel. Ja, das gefällt mir auch ganz gut. So, was können wir hier einkaufen? Wir können hier Obst kaufen. Ich gehe mal auf 50 Ladungen. Ziegel haben wir schon auf dem Schiff. Wir können hier Kakao kaufen. Ja, ich würde mal 60 Ladungen nehmen. Kleidung. Da geht nicht so viel. Ja. Kaffee. Ja, da können wir voll machen. Sehr gut. So, dann lasst uns doch mal die Baugenehmigung erwerben. Das passt finanziell auch ganz gut. Und dann sollen wir hier, ich kontrolliere das sicherheitshalber nochmal, Kaffee und Kakao herstellen können. Ich würde mal, ja, wir müssen ein bisschen mit unseren Haushaltsmitteln schauen.
wir irgendwo einen Vorteil? Nein. Das heißt, ich fange hier mal mit 2 an. Wie viel kostet uns das? 28. Ja. Und Kakao gleicher Preis. 1, 2, 3. Ja, wir erteilen direkt die Bauaufträge. Perfekt. So. Und, ja, dann hätte ich gesagt, hier unten in Bluefields haben wir eine Aufgabe. Ja, das können wir doch machen. Ich muss jetzt bloß aufpassen, dass ich die richtige Taste drücke. Jawohl, Fleisch. Das werden wir denen gleich besorgen. Jetzt handeln wir erstmal. Und zwar können wir den Obst verkaufen. Und zwar komplett. Holz geht komplett weg. Bier geht komplett weg. Ziegel, ein bisschen was. Aber nicht wirklich viel. Kohle wird hier selbst produziert. Hier lohnt sich auch kein großer Verkauf. Kaffee. Ja, so vielleicht. Hier unten Kleidung. Die kriegen wir komplett los. Das wird hier unten produziert. Ja, und da gibt's nichts zu gewinnen. Kohle haben wir ordentlich. Zucker könnten wir hier einkaufen. Wie auch Gemüse. Hier haben wir noch. Möbel könnte man ein bisschen was beschaffen. Aber auch nicht zu viel. Und dann würde ich hier mal bei Zucker zuschlagen. Aber auch da ist das Angebot nicht so reichlich. Ja, hier können wir uns auffüllen. Sehr gut. Und die möchten jetzt Fleisch haben. Wo bekommen wir denn Fleisch? Da jetzt jedenfalls schon mal nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Nein. 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 Okay, Gibraltar können wir uns merken. Hier hatten wir ja keines. Da habe ich gerade schon geguckt, dass da oben, da sind wir schneller. Dann fahren wir doch mal darauf. Na, wir machen hier vielleicht nochmal einen Stop. Da können wir dann auch entsprechend nochmal ein bisschen Handel treiben. Ja, das hat sich gelohnt. Ich gehe hier mal auf 80. Ja, sehr gut. Auch das werden wir komplett los. Ziegel, ja, das liegt jetzt an dem Bauvorhaben. Ja, perfekt. Na. Da können wir ein bisschen was verkaufen. Was ich mich gerade frage. Wir bezahlen für die Gebäude ja einen Festpreis. Da wäre es doch dann ein gemeiner Exploit, wenn ich vorher der Produktion alle Rohstoffe abkaufen würde. Dann erzeuge ich eine Nachfrage durch den Bau und dann verkaufe ich anschließend wieder. Funktioniert das? Wisst ihr das? Das wäre mal interessant. Obst. Ja, so. Noch irgendwas in Produktion? Ja. Machen wir voll. Sehr gut. So, wir fahren hier hoch. Ihr kennt das Spiel ja schon. Ja,
Wir kommen so langsam an. Tilla. Und ja, schauen mal, was wir hier. Ah ja, wir können hier auf jeden Fall das Fleisch einkaufen. Das gefällt mir doch schon mal gut. So, jetzt kriegen die aber erstmal hier ja Obst. Damit die hier satt bleiben. Sehr gut. Gemüse, ja, können wir den auch ein bisschen verkaufen. Ziegel, sehr gefragt. Kohle, ja, ein bisschen was geht. Können wir hier Gewinn machen? Ja, nicht so viel. So, das wird hier selbst produziert. Da geht nicht viel Stich. Hier können wir was reißen, aber auch nicht so viel leider. Ja, gehen wir mal auf minus 32. Da geht ein bisschen was. Ja, da auch. Und da sind wir schon zu Ende. So, hier können wir ein bisschen einkaufen. Das ist, glaube ich, Tabak. Exakt. Fleisch wollten wir. Da schlagen wir uns doch die Luken hier voll. Sehr gut. Ja, und alles andere sieht gerade nicht so prickelnd aus. Na gut. Aber dann können wir direkt hier zurückfahren und unsere Waren loswerden. Ich lasse mal die Zeit etwas schneller voranschreiten. Auf 5er Geschwindigkeit. Oh, da sind wir gleich da. Ach, ich habe nur auf dreifach geklickt. Sehr gut. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch das gute Fleisch hier verkaufen. Wo ist es denn? Na? Kleine Symbole? Ja. Wir müssen mindestens 58 waren es, glaube ich. Ja, perfekt. Taktik haben wir da bekommen. So, da können wir die Reste vollends verkaufen. Das hilft uns nichts. Ja, Ziegel, ja, das ist ja auch kein lukrativer Handel. Das bringt uns nichts. Da geht vielleicht ein bisschen was, ja. Tabak geht auch ein bisschen, aber nicht viel da, ja. Jeweils so ein bisschen. Ja. Passt. Ich nehme mal hier noch ein paar Möbel mit. Ja. Da lohnt sich's eigentlich kaum. Zucker können wir noch mitnehmen. Ja. Obst. Machen wir das Schiff voll. Sehr gut. Und wir haben hier oben Neuigkeiten. Ah, die ersten Gebäude sind fertig. Sehr gut. Und wir sollen Baumwolle, Tabak, Kaffee und Kakao in Maracaibo verkaufen. Dann lasst uns doch mal in diese Richtung hier aufbrechen. Wir machen einen Zeitvorlauf. Na, hier in der Hohen See sind wir natürlich langsam unterwegs. Aber gleich sind wir da. Perfekt. Und wir haben hier direkt eine Aufgabe. Ja, so ein Schiffsrabatt. Können wir ja was Kleines kaufen. Dann lass uns hier erstmal reinzoomen. Das ist ja hier ein Spottpreis.
Was können wir hier denn bauen lassen? Ein Schoner. Eine Schaluppe. Eine Brick mit 250er Kapazität. Ja. Eine Bark. 15. Eine Flöte. Na, die hat dann aber schon mehr Tiefgang. Spanien ist sehr zufrieden mit eurer Arbeit. Aber bei all den Bedürfnissen nach Luxus, die wir in Europa zum Ruhme der Krone stillen müssen, müssen wir daran denken, dass unsere eigene Bevölkerung nicht nur von Kolonialwaren leben kann. Da hat er natürlich recht. Wir nehmen die Bark. Ja. Und wir gehen hier auf Handel. Und ja, dann hätte ich gesagt, Tabak sollen wir denen verkaufen. Sehr gut. Kakao kriegen wir hier auch gut los. Damit sollten wir das Ziel eigentlich fast schon erfüllt haben. Ja, hier, da müssen wir mal gucken. Das lohnt sich hier kaum. Ja, bis 400. Ja. Möbel. Das wird hier alles produziert. Kohle vielleicht. Ja, bis 80. Fleisch. Darüber freuen die sich auch. Ja, und hier noch so ein bisschen. So, wir gucken mal. Ja, okay. 249 haben wir. Und wir haben noch ungefähr ein Jahr Zeit. Perfekt. Na dann, lass uns doch mal gucken, wo wir hier noch auf Bummel gehen können. Ja, hier gibt es überall keine Kolonialwaren. Was waren die Kolonialwaren nochmal? Baumwolle, Tabak, Kaffee und Kakao. Ja, da müssen wir wahrscheinlich etwas weiter herausfahren wieder. Das können wir hier aber loswerden. Wir haben gerade in Maracaibo gar nicht eingekauft, glaube ich. Na gut. Hier noch ein bisschen. Ja. Kohle. Bis 70. Perfekt. Kaffee. Ja, nicht so viel. Ja. Hier die Pötte. Ja. Gebäck. Boah, da kann ich ja hier ganze Massen mitnehmen. Kleidung. Ja, da geht so viel nicht. Fleisch können wir hier zukaufen, aber auch nicht viel. Bier. Da geht einiges. Und na, da geht aber auch nicht viel. Obst. Ich fahre nochmal nach Maracaibo zurück. Ja. Und dann gehen wir hier wieder fröhlich ins Handeln. Ja. Fleisch. Kohle. Kaffee wird hier interessanterweise sogar produziert. Den können wir komplett loswerden. Da können wir auch komplett.
Ja, und da ist die Marge so gering. Was können wir denn hier mitnehmen? Stoffe. Ja. Metall. Ja, nicht ganz so viel. Ja, Zucker haben wir noch einiges. Ne, ich nehme hier mal lieber Mannschaft mit. Wobei die zählt, glaube ich, für den Laderaum nicht. Das war, meine ich, früher anders. Und dann lasst uns doch nochmal... Ja, hier zu... nach Puerto Cabezas fahren. Zu wenig Wohnraum vorhanden. Ja, wir haben ja jetzt hier unsere Hausregel. Wir dürfen da... momentan leider nicht eingreifen. Aber unser Schiff sollte ja in wenigen Tagen da sein. Von dem her, wir warten jetzt einfach mal ab. Ich lasse die Zeit mal wieder ein bisschen vorlaufen. Kann ich das eigentlich hier mit Plus? Ja, das geht. Das ist, glaube ich, einfacher wie jedes Mal zu klicken. Unsere Bark ist verfügbar und wir haben... Es blinkt ich alles. Ich grüße euch. Okay, gut. Wir haben einen neuen Ruhmpunkt bekommen. Sehr gut. Ist unser Schiff noch nicht da? Doch, da liegt's. Ja, dann heißt das für uns jetzt natürlich handeln. Bisschen. Ja. Den können wir hier komplett loswerden. Metall. Ja, auch da lohnt sich's. Kohle. Nicht so viel. Das wird hier produziert. Da geht ein bisschen was. Ja, hier auch. So. Wir wollen wieder Kolonialwaren. Und zwar Kolonialwaren satt. Ja, da haben wir ein bisschen überschossen. Gut. Perfekt. Und hier ist der Wohnraum knapp. Das heißt, ich glaube, wir können über ein Wohnhaus Mieteinnahmen generieren. Aber warum dürfen wir das momentan nicht bauen? Warum kann ich das nicht bauen? Wahrscheinlich müssen wir da Bürgermeister sein, kann das sein? Hm. Okay. Das ist ja etwas ärgerlich, aber gut, so ist es. Lohnt es sich hier, ein Lagerhaus zu bauen? Ich hätte da fast mal Interesse daran. Dann können wir hier nämlich unsere eigenen Waren bedienen. Und wir können natürlich hier, das habe ich jetzt ganz vergessen, unsere Mitreisenden von Bord schicken. Ja. Perfekt. Was sagt das Logbuch? Ja, wir müssen noch Kolonialwaren verkaufen. Das heißt, ja, wir fahren eigentlich direkt wieder zurück. Ich mache dieses Mal allerdings einen kleinen Schlenker. In der Hoffnung, dass wir da noch ein bisschen... mehr Umsatz machen können. So, Zucker können wir hier verkaufen.
komplett. Hm, geht da was? Ja, aber nicht viel. Die Ziegel kriegen wir jetzt endlich mal los. Metall, ja, so ein bisschen was. Die Kohle werden wir auch komplett los. Die beiden Sachen. Ja. Bisschen was vielleicht. Ja, so kleine Mengen. Geben wir mal ab. Hatten die irgendwas Interessantes einzukaufen? Da haben wir noch. Tabak. Ja, da greifen wir zu. Und Baumwolle. Sehr gut. Auch eine Kolonialware. Wir fahren hier hoch. Und ja, geben auch da mal noch ab. Ja. Hier können wir hier, naja, aber auch nur so einen Tropfen auf dem heißen Stein verkaufen. Na, so ein bisschen Metallwaren. Da möchte ich eigentlich nicht viel davon abgeben, nur so ein bisschen. Ja. Die wollen wir uns natürlich für Maracaibo aufsparen. Ja, was wird hier produziert? Wir könnten hier noch Stoffe mitnehmen. Kleidung. Darüber wird sich die Großstadt mit Sicherheit freuen. Ja, aber dann sind wir da eigentlich auch schon durch. Das heißt, ja, wir warten jetzt mal, bis unser Schiff da unten ankommt. Ja, ich beschleunig's mal eben. So, perfekt. Na, jetzt. So, da geht nicht viel. Nein, das haben wir aber auch, glaube ich, hier gekauft. Kolonialwaren weg. Ja, und der Tabak auch weg. Und wenn ich das jetzt mache, dann... Ausgezeichnet. Wann immer ihr mich besucht, gebe ich euch gerne Auskunft darüber, wie sich eure Kolonialwaren auf euren Ruhm ausgewirkt haben. Wo die Menschen hart arbeiten, sorgt der Herr in seiner Weisheit für Freuden durch die Früchte der Natur. Ihr habt da ein Städtchen, das sich hervorragend für den Anbau von Zucker eignet. Diesen könnt ihr zu Rum verarbeiten. Aha. So, ich hätte gesagt, wir machen diesen Handel noch fertig und ja, die neue Mission, die schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Aber erstmal, wie gesagt, hier noch den Handel abschließen. Ah. Hier noch. Sehr gut. Okay. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass ihr diese Folge wieder zugeschaut habt. Als nicht ganz so großen Cliffhanger dürft ihr euch natürlich auf die morgige Folge freuen, wenn wir uns die neuen Aufgaben ansehen. Ja, und bis dahin lasst ein Abo da unter dem Video rechts. Ihr kennt das Spiel ja. Und bis bald. Tschüss.